Das Palais Modena. Ein Palais so abwechslungsreich genützt wie kaum ein anderer Prachtbau in Wien. Die Herrengasse war ja eine Perlenschnur von Palais in dieser Zeit. Die Nähe zum Hof war also ganz wichtig. Das Palais in der Herrengasse war schon in der Zeit der Habsburger sowohl als privater Familiensitz als auch als offizieller Amtssitz in Verwendung. Der Bezug zwischen diesem Haus und dem Haus Habsburg liegt daran, dass es ein ganz enges, auch familiäres Verhältnis gab zwischen den Familien, die hier residiert haben, die hier gewohnt haben, die umbauen haben lassen. Und das macht es zu einem Alleinstellungsmerkmal hier in der Herrengasse. Ein Palais, das Tradition und Moderne gelungen vereint. Seine Glanzzeiten führen nicht nur ins Gestern, denn dank umfassender Renovierungen erstrahlt das Palais in völlig neuem Licht. Ein Haus, in dem der Herzschlag der Politik zu hören ist. Heute ist es der Sitz des Bundesministeriums für Inneres. Das Palais Modena im Herzen von Wien. Schon der erste Blick auf die elegante Fassade und die prachtvollen Tore lässt vermuten, dass sich hier bedeutende Herrschaften getroffen und wichtige Ereignisse zugetragen haben. Die Löwenköpfe, seit der Antike Symbol für Macht und Stärke, verteidigen bis heute die Eingänge des Palais. Ab 1513 nennt man sie Herrengasse, weil hier so viele Herrenhäuser sind. Also der Hochadel, das waren die Herren. Und ab 1513 war hier auch das niederösterreichische Landhaus, wo auch die Herren den Hauptstand der vier Stände Vertretung darstellten. Wenige Palais haben derart unterschiedliche und spannende Bewohner unter ihrem Dach vereint. Was sie alle verbindet, ist, dass hier im Laufe der Jahrhunderte ausschließlich Menschen ein Zuhause hatten, bei denen Vorbildwirkung und das Tragen von Verantwortung zu den Selbstverständlichkeiten des täglichen Lebens gehört haben. Und bis heute ist das Haus am Pulsschlag der täglichen Innenpolitik. Die Geschichte geht weit zurück bis ins 15. Jahrhundert. Es haben hier Familien aus dem Kleinadel, aus dem Hochadel schon ganz am Anfang gewohnt. Die Herrengasse hat hier eine ganz besondere Bedeutung. Man darf nicht vergessen, Wien war ja Residenzstadt, Sitz des Kaiserhauses. Und der Adel, der natürlich im Umfeld des Kaiserhauses war, hat versucht, möglichst nah an die Residenz, also die Hofburg, heranzukommen. Das heißt, je höher man im Rang war, desto näher war man auch der Hofburg. Die Herrengasse verbindet bis heute den vor der Hofburg gelegenen Michaelerplatz mit der Freiung. In allen Städten versuchte der Adel, seine Paläste in der Nähe des Hofes zu etablieren. Je näher das Palais zur kaiserlichen Residenz gelegen war, umso wichtiger dessen Bewohner. Damit erzählen die Palais in der Herrengasse bis heute, in welcher Rangordnung ihre einstigen Besitzer bei Hofe standen. Das einzige Palais, das nicht nach der Besitzerfamilie, sondern nach seinem Architekten Heinrich von Ferstel benannt wurde, bildet die Ausnahme. Auf der Prunkstiege ist das Nachwirken barocker Dimensionen zu spüren. Der Eingang sollte dem Besucher sofort erzählen, bei wem man hier zu Gast sein durfte. Der Raum trägt bis heute die Handschrift des Klassizismus und ist der älteste Teil des Gebäudes. Man sparte weder an Zeit noch an Geld. Edle Materialien aus Italien und Kaisersteinbruch wurden vom Primus Cultore, wie man den Künstler Giuseppe Pisani wertschätzend nannte, zu einer großartigen Gesamtkomposition verwandelt. Der Geist Italiens ist bis ins kleinste Detail fühlbar und liebevoll erhalten. Das Palais Modena ist gar nicht so bekannt vielleicht, aber das Interessante ist, dass die Familien, die hier residiert haben, eine besonders enge Beziehung zum Kaiserhaus hatten, was vielfach gar nicht bekannt ist. Von den frühen Besitzer, den Dietrichsteins, die eine ganz enge Beziehung zu Kaiser Maximilian hatten, bis zu der Familie Este, die ja mit dem Kaiserhaus verwandt waren. Maria Beatrice war eine der Schwiegermütter von Kaiser Franz II. I., der durch seine vier Verheiratungen eine Sonderstellung in der Geschichte eingenommen hat.
Tu Felix Austria Nube. Das berühmte habsburgische Credo fand auch unter Maria Theresia seine Anwendung. Maria Theresia war ja sehr geschickt in der Verheiratung ihrer Kinder. Die Modenas waren da das Ideale, weil sie war die letzte Erbin. Und damit hat sie eigentlich auch eine Linie, die erste Österreich, begründen können. Alle Eigentümer des Palais Modena standen den Habsburgern nahe. Zwei davon waren sogar mit Mitgliedern des Hauses Habsburg verheiratet. Einer der frühesten Besitzer dieses Hauses war Georg Rottal. Seine Tochter Barbara von Rottal spielt eine ganz interessante Rolle in der Geschichte, denn sie hat dann im Jahr 1515 den Grafen Dietrich Stein geheiratet, Sigismund Dietrich Stein. Barbara von Rottal ist eine schillernde Dame gewesen. Man hat darüber spekuliert, sie wäre eine uneheliche Tochter Kaiser Maximilians, was zu dieser Zeit auch nicht unüblich war. Was definitiv dafür spricht, ist, dass die Hochzeit nicht nur eine Hochzeit war, wo unglaublich prominente, außergewöhnlich prominente Hochzeitsgäste waren, mit dem König von Polen, dem König von Ungarn, den Kronprinzen, also die führenden, gekrönten Häupter Europas haben sich in Wien zu dieser Hochzeit versammelt. Diese Hochzeit von Barbara Rottal mit dem Grafen Dietrich Stein fand 1515, genau einen Tag nach der berühmten großen Doppelhochzeit der Erben der Königreiche Ungarn und Böhmen statt. Diese Doppelhochzeit war für die österreichische Geschichte ganz entscheidend. Denn dadurch wurde der Grundstein, die mächtigen Königreiche Böhmen und Ungarn an das Haus Habsburg zu binden, gelegt. Die enge Beziehung der Familie Dietrich Stein zum Kaiserhaus ist auch in den folgenden Jahrhunderten erhalten geblieben. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben die Dietrich Steins kaum mehr in Wien gelebt. Deshalb hat Franz Josef Dietrich Stein beschlossen, das Palais zu verkaufen. Die Käuferin war Maria Beatrice d'Este, die ja eine Verwandte auch des Kaiserhauses war. Sie hat nämlich geheiratet einen Sohn Maria Theresias. Am 16. Oktober 1771 heiratete die Erbtochter der Familie d'Este, Maria Beatrice, den 17-jährigen Erzherzog Ferdinand Karl von Österreich, den drittgeborenen Sohn Maria Theresias. Damit hatte sich das Haus Habsburg, das reiche Herzogtum Modena und einen Stützpunkt in Italien gesichert. Dann passiert etwas ganz Besonderes für die Familie d'Este. Die Tochter Maria Beatrices, Maria Ludovica, lernt Kaiser Franz, der wieder mal frisch verwitwet ist. Seine zweite Frau ist kurz vorher gestorben. Er lernt die damals 19-Jährige kennen und sie wird beschrieben als sehr temperamentvoll und lebenslustig. Und das hat ihm ganz gut gefallen. Er war doch eher zurückhaltend von seinem Charakter. Und 1808 findet dann diese Hochzeit statt. Und da hat die Familie d'Este, die ja jetzt mehr oder weniger die Maria Beatrice, die Schwiegermutter des Kaisers war, hat gefunden, sie muss jetzt ein Palais haben, das doch repräsentativer ist als das in der Beatrixgasse, ein bisschen weit weg von der Hofburg. Hat gesucht und eben dieses Palais Dietrichstein gefunden, das zum Verkauf stand. Und so kam es zu diesem Eigentümerwechsel. Und dann war eben die Familie d'Este hier für viele Jahre Besitzer dieses Palais und hat die Geschichte des Palais ganz entscheidend auch geprägt. Die herausragende Stellung der Familie d'Este festigte sich durch die seltene Situation, dass Mutter und Tochter mit jeweils einem ranghohen Habsburger verheiratet gewesen sind. Der Sohn, Franz IV., Herzog von Modena, suchte einen Nachmieter für das Palais Modena, weil seine Familie nach dem Wiener Kongress wieder nach Italien zurückkehrte.
Gefunden hat er als neue Mieter den entmachtenden ehemaligen Kronprinzen von Schweden, Gustav Vasa, und seine Schwester Amalie von Vasa, die nach Wien gekommen sind, Anfang des 19. Jahrhunderts hier gewohnt haben. Und die haben dann dieses Palais für viele Jahre gemietet. Und das Spannende ist, dass Amalia von Vasa, wie sie genannt wurde, die beste Freundin und Vertraute von Erzherzogin Sophie war, Mutter Kaiser Franz Josefs. Dank eines engen Briefkontaktes der Hofdamen sind bis heute viele Details des höfischen Lebens erhalten. Ein höchst lebendiger Einblick in den kaiserlichen Alltag. Also auch da gab es diese enge Verbindung zwischen dem Haus und dem Kaiserhaus und hat wieder einmal in der Geschichte gezeigt, dass die Verbindung des Hauses und des Palais mit den Habsburgern eine ganz enge war. Der Hochadel damals hat natürlich sich total vernetzt und die Habsburger spielten in diesem Gefüge gerade nach 1815 eine ganz eine bedeutende Rolle und haben das natürlich auch dann zumindest so lange, dass sie im Clinch dann mit den Preußen gelegen sind, bis dorthin hatten sie das auch natürlich europäisch gespielt. Nach dem Wiener Kongress und der daraus resultierenden Neuordnung Europas zog es die Familie d'Este wieder in ihre alte Heimat Italien zurück. Das Palais stand somit zum Verkauf und kam in den Besitz des Staates. Damit ist eigentlich die Republik dann später auch in den Besitz dieses Hauses gekommen. Sonst wäre es ja nicht unbedingt so sicher, dass man das also heute als Innenministerium nutzen kann. Die umfassende Renovierung und Revitalisierung des Palais Modena lässt die vielen Facetten der verschiedenen Jahrhunderte wieder erstrahlen und hat so manch Überraschung zutage gebracht. Was mich immer fasziniert hat, wenn die Leute da hereinkommen, dann ist es diese leichte Architektur des Klassizismus. Es gibt auch wenig Palais in Wien, die so eine wirklich geschlossene klassizistische Ausformung erfahren haben wie das Palais Modena. Dieses Gebäude wurde prachtvoll ausgestattet. Es gab einen Privattrakt, es gab natürlich einen offiziellen Trakt, sogar einen Garten gab es hier. Das Palais hat im Laufe der Jahrhunderte mehrere bauliche Veränderungen erfahren. Meistens hängen Umbauarbeiten zusammen mit politischen Veränderungen, mit einem gewissen Aufstieg auch noch im Rahmen sozusagen des Adelstandes. Da gab es ja ganz große Unterschiede. Und speziell im 17. Jahrhundert schaffte es die Familie Dietrichstein in den Reichsfürstenstand. Und in dieser Zeit, ab sozusagen ersten Drittel des 17. Jahrhunderts, gibt es hier weitere, auch dokumentierte Umbauarbeiten. Aber interessanterweise sind diese Umbauarbeiten vor allem im Inneren des Gebäudes bemerkenswert. Wir haben ganz viele Rechnungen erhalten von Stuckateuren. Wir wissen über Bildhauer, Maler, ganz viele Persönlichkeiten Bescheid, die hier gearbeitet haben. Schon in der Monarchie und bis heute in unsere Tage ist die Verwaltung und Erhaltung vieler bedeutender Bauwerke, wie zum Beispiel der Hofburg, in der Hand der Burghauptmannschaft. Der Sorgfalt des jeweiligen Burghauptmannes und seines Stabes ist es unter anderem zu verdanken, dass historische Nachweise und Details erhalten sind. Also wir sichern das baukulturelle Erbe, um es möglichst lange in diesem Zustand zu erhalten, wie es ist, und dass wir möglichst lange mit dem baukulturellen Erbe arbeiten können. Dazu gehört auch profunde Kenntnis über die Historie der Baugeschichte des Palais und die Dokumentation der jeweiligen Leitung einstiger Umbauarbeiten. Federführend für den Umbau beauftragt sind die beiden italienischen Architekten Luigi Pichli und Giacomo Verenghi. Anfang des 19. Jahrhunderts erteilte die erzherzogliche Familie die ersten großen Aufträge an die berühmten Architekten. Luigi Pichli und Giacomo Querenghi haben sich mehr oder weniger aufgeteilt, außen und innen. Ja, viele Innenarbeiten sind von Querenghi gestaltet worden, dann überarbeitet von Pichli. Die Außenfassade ist rein von Pichli. Die Architekten waren zu ihrer Zeit echte Stars und haben auch einige andere Palais in unmittelbarer Nachbarschaft in der Herrengasse gebaut.
Räumlichkeiten aus dem 17. Jahrhundert, wie die Sala Terrena, wurden schon damals erhalten und eingebettet. Die Sala Terrena, die wir dann restauriert, die wurde restauriert, aber die wir als Ausstellungsraum dann in meiner politischen Zeit als Innenminister nutzen konnten. Heute wird der Raum oft für interne Sitzungen und wichtige Besprechungen genutzt. Historisch gesehen ist der Typus der Sala Terrena eine Weiterentwicklung der bildhaft ausgestalteten Grotten, die im 17. Jahrhundert in der gesamten Monarchie groß in Mode waren. Die Besonderheit der grotesken Malerei des Gewölbes ist ihre vielseitige Szenerie aus der antiken Mythologie. Fragmente von zottigen Fabeltieren als Schutzgeister und die damals für Wien einzigartigen fantastischen Meereswesen bestimmen das Ensemble. Die enge Verbindung des Hauses Habsburg zu Italien spiegelt sich auch in den venezianischen Mascarons wider, die helfen sollen, das Böse vom Hause abzuhalten. Die Putti erzählen die Geschichte des Lebens, das in blumiger Sprache entsteht. Das Erwachsen der Liebe symbolisiert durch die Rose. Der Putto mit den Zweigen als Einbringer der Ernte. Und das Teilen der Schätze für Geborgenheit und Menschlichkeit. Die Räumlichkeiten der Belle Etage orientieren sich im Wesentlichen noch an ihrer barocken Aufteilung. Die Belle Etage des Palais war von Anfang an üppig verziert und großzügig ausgestaltet. Reiches Dekor an den Decken der meisten Räume und ins Auge stechende Supraporte entsprechen ganz dem Stil des Empire. Das Goldkabinett galt immer schon als Herzstück der Prunkräume. Die Ausgestaltung der Apside mit den einander zugewandten Pfeilen ist eine Anspielung auf das Wappen der Familie Rothschild. Eine Metapher für Erfolg, denn Pfeile, die in dieselbe Richtung zeigen, erreichen auf jeden Fall ihr Ziel. Alle Räume der Belle Etage sind in Weiß gehalten, mit Goldumrahmungen und einer Ornamentik versehen. Maria Beatrice d'Este's Geschmack hat sich bis heute erhalten und ist überall im Hause sichtbar. Sie hat dieses Haus so umgestaltet, so persönlich umgestaltet. Auf der einen Seite die ganzen Reliefs der griechischen Antike, das Oktogon, ja. Bewundernswert. Das war ja für die gesellschaftliche Repräsentanz eigentlich geeignet. Das hat ja auch eine fantastische Akustik, dieser Raum. Das Achteck spielt das auch in der Architektur immer wieder eine ganz große Rolle. Dieser zentrale Raum, das Oktogon, wird von allen Ministern genutzt, seit jeher. Und er verbindet die wichtigsten Räumlichkeiten hier in diesem Palast. Durch das Oktogon zu schreiten, war für mich auch immer wieder dieser Ansporn. Es hat Menschen zusammengeführt. Das hat sich irgendwie konzentriert. Ja, in der Zeit Metternichs war dieses Oktogon ein Warteraum für Besucher. Und Metternich wollte ja alles bespitzeln. Und man sagt, dass in der Öffnung, die früher für Tageslicht hier an der Decke war, wo heute ein Luster sich befindet, dass dort dahinter die Spitzel von Metternich gesessen sein sollen, um zu lauschen, was die Besucher hier wohl so erzählen, damit man wirklich alles unter Kontrolle hat. Heute lauschen nur die Götter hier aus den Lünetten, wenn sie hier durch den Raum spazieren. Der Götterreigen im zentralen achteckigen Raum zwischen Repräsentationstrakt und Hofflügel versteht sich als mythologisches Zentrum.
Die Darstellungen in den Lünettenreliefs zeigen vor allem die besonders tatkräftigen Götter wie Zeus, Bacchus oder Ceres. Die Götter konnten das Haus oft von Unbill bewahren, aber gegen die Bomben des Zweiten Weltkrieges waren sie machtlos. Am 10. September 1944, bei einem Luftangriff auf Wien, wurde das Palais Modena von einer Bombe getroffen und schwer beschädigt. Die Anforderung an die Sanierung historischer Objekte ist enorm hoch. Die Anforderung beginnt schon im Vorfeld, dass wir Menschen brauchen, die das Wissen und das Können haben, einmal zu erkennen, wie die Schäden überhaupt gelagert sind. Also man muss historisch forschen, man muss interpretieren können, um überhaupt einmal festzustellen, was ist denn zu sanieren. Wenn es dann in die Sanierungsebene geht, brauchen wir die Handwerke. Die Handwerke, die in der Lage sind, noch mit historischer Substanz zu arbeiten. Das heißt, es braucht hohe Fachkenntnis, hohe Handwerksfertigkeit und vor allem das überschneidende Arbeiten. Gerade im Palais Modena, in dem Sanierungsbereich, den wir jetzt haben, die Prunkräume, brauchen wir 15 Gewerke, die zusammenarbeiten müssen. Dort ist es eben nicht so, dass ein Gewerk arbeitet, endet, das nächste beginnt, sondern sie müssen alle miteinander arbeiten und somit über ihren eigenen Bereich hinausdenken können, was denn den anderen betrifft. Selten in der Geschichte hat man die Möglichkeit, den Werdegang der Renovierungen eines derart aufwendigen Palais aus nächster Nähe zu beobachten. Das Palais Modena ist auch in dieser Hinsicht einzigartig. Beim Vergolden ist wichtig, dass man eine ruhige Hand hat, dass man das langsam und bedacht macht, dass man da mit der Atmung auch sehr konzentriert ist, weil das Blattgold fliegt sonst rum und dann gelingt das nicht. Man muss da ruhig bleiben, ja. Die damals noch recht junge Kunst der Blattvergoldung ist im Palais Modena in allen Räumlichkeiten zu finden. Das sind meine Hauptwerkzeuge. Ich habe da das Vergolderbrett, das Blattgold im Heft, das Vergoldermesser, der Anschießer aus Eichhörnchenhaar und das ist dann der Polierstein, Achat. Vergoldungen können auf Holz und sämtlichen Metallen ausgeführt werden. Historische Objekte sind aufgrund ihres künstlerischen Wertes stets eine vielseitige Herausforderung für Restaurateurinnen. Nicht zuletzt schaffen optimale klimatische Bedingungen die Chance auf neuerliche lange Haltbarkeit. Für die Vergoldung einer Rosette braucht eine Meisterin ungefähr 2 Stunden. Von Sissi Grissai, Malereien, die da drinnen sind, wirklich hervorragend, muss ich sagen. Ich bin total begeistert, wie das eigentlich angelegt wurde. Grisai oder Graumalerei ist die Kunst, Licht und Schatten effektvoll einzusetzen. Dabei werden unterschiedlich abgesetzte Nuancen zwischen Dunkelgrau und Weiß eingesetzt, um die Wirkung von Hell und Dunkel abzubilden. Die Farben wurden bei diesem Prozess schichtweise aufgetragen. Dadurch hat man auch heute noch die Möglichkeit, die ursprüngliche Ornamentzeichnung im sogenannten Streiflicht abzunehmen und neue Schablonen anzufertigen. So erzielt man wieder in mehreren Arbeitsschritten die ursprüngliche, eindrucksvolle, dreidimensionale Wirkung plastischer Reliefs. Hier auf der Decke sehen Sie die alte, noch vorhandene Malerei. Sie wurde 2-3 Mal restauriert. Und bei der letzten Restaurierung wurde die Oberfläche gereinigt, Schadstellen ausgebessert, Risse verkittet und wieder ergänzt. Der Aufbau der Wände besteht aus Holzvertäfelungen, auf die mit Caseinfarben verschiedene Schichten aufgetragen werden.
Aufgrund dieser Konturen wurden diese Ornamente entwickelt und praktisch wieder rekonstruiert und praktisch auf die ganze Wand übertragen. Nach Fertigstellung der Arbeiten sind die Grisaille-Malereien wiederum für 150 Jahre gesichert. Aus einer wesentlich späteren Epoche stammen einige andere Schätze des Hauses. In einem Raum dort haben sie noch die Tapisserien da drinnen. Also es ist wirklich ein kunsthistorisches Juwel der besonderen Art. Als Ersatz für die im Zweiten Weltkrieg zerstörten Gemälde wurden Wandteppiche im Stil des fantastischen Realismus geschaffen. Auf der Tapisserie erkennt man Papageno und Papagena aus Mozarts Zauberflöte vor der Kulisse der Stadt Salzburg. In der Monarchie brachte der Wechsel von Privatpalais zu Staatsärar eine enorme Veränderung in der Nutzung der Räumlichkeiten. Als der Staat das Palais übernimmt, entscheidet man sich schon relativ rasch, dass man es Modeneser Palast nennen möchte. Und das hat sich bis heute so gehalten. Und es war auch klar, dass hier die Polizei- und Zensurstelle ins Haus einziehen würden. Also die oberste Stelle der Bücherzensur und auch der Polizeidirektion in Wien, die nicht nur in Wien, sondern in der ganzen Monarchie ihr Spitzeltum hatte. Unter Metternich, wie wir wissen, war das sehr gut verzweigt und sehr gut vernetzt. Und dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zog hier auch die Wiener Zeitung ein, die Redaktion. Und dann gab es auch noch im hinteren Trakt eine Druckerei des K&K-Telegrafenamtes. In allen Jahrhunderten blieb ein bauliches Element unverändert wichtig. Das bis heute durch seinen Reichtum an vielseitigem Dekor besticht. Ein wesentliches Gestaltungselement des Palais Modena ist natürlich das repräsentative Stiegenhaus, die sogenannte Feststiege, die das niedrige Vestibül mit den Repräsentationsräumlichkeiten in der Belle Etage verbindet. Die Ministerstiege ist diese prachtvolle Hauptstiege des Gebäudes, wo seit der Monarchie Minister ein- und ausgehen. Und deswegen heißt sie Ministerstiege. Statuen aus der antiken Götterwelt begleiten von Anbeginn jeden Besucher auf der Stiege. Die Anwesenheit der Götter als figuraler Schmuck war seit der Antike eine Möglichkeit, einem Anwesen gleichzeitig Eleganz zu verleihen und die Bildung der Bewohner zu zeigen. Diana, die Göttin der Jagd, Minerva, die Beschützerin der Dichtkunst und des Handwerks, und die römische Ceres, Göttin des Ackerbaus und der Fruchtbarkeit. Die Traditionen der Habsburger haben die Einrichtung der eigenen Schlösser und jene der Palais des Adels stark beeinflusst und wurden oft kopiert. Denn jeder wollte so leben wie der Kaiser. Dieses Nussholzzimmer hier in diesem Palais hat eine besondere Bedeutung. Im ausgehenden 19. Jahrhundert war das bei Kaiser Franz Josef sehr beliebt. Sein Arbeitszimmer war ein Nussholzzimmer. Und auch hier in diesem würdevollen Palais gibt es ein Nussholzzimmer. Durch die Nussholztäfelungen, die wir hier sehen, entsteht natürlich der Name. Hinter der Nussholzvertäfelung verbargen sich wunderschöne Fresken. Ja, 1918 war das Schicksalsjahr für die österreichisch-ungarische Monarchie. Es war das Ende der Monarchie mit Ende des Ersten Weltkrieges. Und natürlich ändert sich dann auch in den diversen Ämtern etwas. Dr. Karl Renner hat die letzten Tage der Monarchie noch im Parlament residiert und verlegt seinen Amtssitz nur kurze Zeit später hier in dieses Haus. Renner hat hier von hier die ersten Regierungsgeschäfte geführt. Also das heißt, es spielt auch für die Geschichte der Republik eine ganz große Rolle. Und bis 1923, bis zu Ignaz Seipel, war der später dann auch schon Bundeskanzler, wie heute genannte, eben Kanzler hier im Haus. Wir haben auch hier gewohnt, in den hinteren Trakten. Und seither ist natürlich auch das Innenministerium in dieser Zeit da. Dann ist es ganz spannend, dass hier zwei Ministerien zusammengelegt auch waren in den 20er Jahren, nämlich das Ministerium für Inneres, aber auch für Unterricht. Und dann kam es auch zu einer Trennung dieser beiden Ministerien.
Und eine ganz große Trennung, ein Einschnitt in der Geschichte war natürlich 1938, als der Anschluss stattfand. Das Deutsche Reich hatte bis 1945 dann hier in diesem Haus die oberste Polizeistelle des Dritten Reiches. 1945 mit Ende des Krieges, es gab auch leichtere Bombenschäden hier im Haus, hat man nicht nur die Schäden wieder hier im Haus wieder instand gesetzt in kürzester Zeit, sondern auch wieder dieses Gebäude zu dem Sitz gemacht, der es bis heute ist, nämlich zum Innenministerium. Dank der engen Zusammenarbeit mit dem heutigen Eigentümer des Palais, der Burghauptmannschaft und dem Denkmalschutz wurde in allen Zeiten das Palais weitgehend erhalten. Die eleganten Salons wurden zu Besprechungszimmern und Büros des Ministeriums umgestaltet und erstrahlen jetzt wieder in neuem Glanz. Das prachtvolle Besprechungszimmer diente einst den Familien als Speisezimmer. Hier dinierten im Laufe der Jahrhunderte nicht nur Mitglieder des Hauses Habsburg, sondern gekrönte Häupter verschiedener Länder Europas. Das Haus der Geschichte Österreichs in der benachbarten Hofburg beleuchtet die jüngere Geschichte unseres Landes. Hier widmet man sich auch der Demokratiegeschichte. Mit Blick auf die Geschichte des Innenministeriums in der Zweiten Republik lässt sich feststellen, dass Vertreterinnen oder Vertreter von vier unterschiedlichen Parteien das Amt des Innenministers innehatten. Franz Honner als Vertreter der KPÖ in der provisorischen Regierung von Karl Renner. Besonders hervorheben möchte ich auch Franz Löschnack, der eine wichtige Innovation eingebracht hat, nämlich dass junge Männer aus Österreich Gedenkdienst leisten dürfen in Holocaust-Gedenkstätten. Er ist ein Vertreter der SPÖ. Weiters ist mir wichtig zu erwähnen, Lise Prokop als erste Frau, ÖVP, und weiters ist zu erwähnen Herbert Kickl, der als Vertreter der FPÖ das Amt des Innenministers eingenommen hat. Menschen, die in diesem Palais moderner arbeiten, haben leider sehr selten die Gelegenheit, auch diese wunderbaren Räumlichkeiten zu genießen. Jeder weiß, dass das Innenministerium für die Polizei zuständig ist, für den Grenzschutz in vielen Bereichen. Mit einem historischen Blick auf Österreichs Grenzen lässt sich sagen, dass selbst wenn man nur die letzten 100 Jahre österreichischer Geschichte hernimmt, die Grenzen ja in Diskussion waren, in Veränderung waren, als die Demokratische Republik Österreich, Deutsch-Österreich 1918 ausgerufen wurden, war noch nicht einmal klar, wie die Grenzziehungen verlaufen werden. Also wie Österreich mit seinen Grenzen umgeht, wie offen diese Grenzen sind oder wie geschlossen diese Grenzen sind, das stand in den letzten 100 Jahren sehr oft zur Disposition. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich in meiner Zeit das Schengen-Abkommen geschafft habe. Wir haben eine offene Grenze bekommen zu Italien und Deutschland. Damals ein großartiger Erfolg. Aber das Innenministerium hat viele andere Aufgaben auch. Es sind beispielsweise auch die Wahlen vom Innenministerium durchzuführen. Nationalratswahlen, Bundespräsidentenwahlen. Hier hat das Innenministerium die Verantwortung und die Federführung. Ein Wahlrecht für alle war in der Monarchie noch nicht gegeben. Bis zum Ende der Monarchie waren nur Männer wahlberechtigt. 1918 stellte aus demokratiepolitischer Sicht einen Aufbruch in neue Zeiten dar. Zum ersten Mal durften auch Frauen ihre Stimme abgeben und durften 1919 zum ersten Mal das Parlament mitbestimmen, durften wählen. Und das Spannende an dieser historischen Wahl war auch, dass jede Stimme plötzlich gleich viel wert war. Die vom Wäschermädel genauso viel wie die Stimme des ehemaligen Barons, der dann auch noch wenige Tage später seinen Adelstitel verloren hat. Der gigantische Umbruch von Monarchie auf Republik war für Österreich auf allen Gebieten eine große Herausforderung und brauchte Persönlichkeiten, die als Vorreiter fungierten. Menschen haben Vorbilder. Und meines war Theodor Körner. Seine ganze Lebensgeschichte hat mich fasziniert. Er war ein Offizier der K&K-Armee,
der unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkriegs, den er als Generalstabschef der österreichischen Isonzo-Armee beendet hat, hat er sofort sich der neuen Republik zur Verfügung gestellt und hat das neue Bundesheer aufgebaut. Das junge Heer hatte seine große Bewährungsprobe wenige Jahre später. Wenn wir auf die österreichische Geschichte schauen, dann führt uns hier dieser kritische Blick auch ins Jahr 1933, wo sowohl die Polizei als auch das Bundesheer dafür eingesetzt wurden, das Demonstrationsverbot in Österreich durchzusetzen, also ein zentraler Baustein also einer Demokratie, nämlich die Meinungsfreiheit, war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Aus diesem Aspekt der Geschichte hat man meiner Meinung nach in Österreich gelernt und man weiß heute, dass gerade das Innenministerium ein zentrales Ministerium für den Erhalt der Demokratie ist. Nicht nur, weil es auch verantwortlich ist für Wahlen, sondern auch, weil dort das Gewaltmonopol des Staates versammelt ist. Die Wichtigkeit des Demonstrationsrechts wurde uns in den letzten Jahren oftmals vor Augen geführt. Flüchtlinge aus verschiedensten Ländern einte das Problem, dass sie in ihrer Heimat ihre Meinung nicht mehr äußern konnten. Eine andere lange Tradition, auf die ich gerne hinweisen möchte, die auch aus den Tagen des Ende des Ersten Weltkrieges erwächst, das ist die Verantwortung für heimkehrende Soldaten natürlich, für Flüchtlinge, die im Land waren, also für deren Versorgung war das Staatsamt für Inneres zuständig. Ein Thema, Umgang mit Flüchtlingen, das uns ja auch bis heute, bis in die Gegenwart bewegt. Das Amt des Innenministers ist nicht nur sehr vielfältig, sondern oft fordernd. Das Innenministerium ist ein Ministerium, wo man jede Stunde mit einer neuen Katastrophe rechnen muss, wo es jeden Tag neue Herausforderungen gibt und wo man vor allem am Abend nicht weiß, ob man am nächsten Morgen noch Minister ist. Dem österreichischen Innenministerium kommt eine zentrale Verantwortung in der Terrorabwehr zu. In den letzten Jahrzehnten gab es auch vereinzelt Terroranschläge innerhalb Österreichs. Hier hat das Innenministerium eine zentrale Verantwortung, solche Anschläge vielleicht vorab bestmöglich zu verhindern und wenn es dann dazu kommt, diese Terroranschläge auch aufzuarbeiten. Persönlich die größte Herausforderung war der Terroranschlag am 2. November. Es ist eine unglaubliche Wucht, wenn man die Nachricht erhält, dass ein Täter mit Langwaffe in der Stadt unterwegs ist. Und plötzlich kommt diese Nachricht, die gilt in der Polizeisprache als sehr gefährlich, weil Langwaffen auch oft eine verheerende Wirkung haben. Das war dann auch tatsächlich so. Es gab, wie gesagt, 4 Todesopfer zu beklagen, viele Verletzte. Wenn ich mir meine Zeit als Innenminister in diesem Haus erinnere, dann verbinde ich 2 Dinge. Das eine ist, dass das Haus gibt auch der Funktion des Innenministers eine gewisse Bedeutung, eine gewisse Strenge, eine gewisse Klarheit und auch eine gewisse Funktionalität im Sinne der Verantwortung für die Durchsetzung des Rechts. Für den Erhalt der Demokratie ist es ganz zentral, dass Menschen ihre freie Meinung äußern dürfen. Das ist ein Grundbaustein einer demokratischen Gesellschaft. Und das österreichische Innenministerium bzw. vor allem die Polizei ist hier sehr oft im Einsatz, Demonstrationen zu ermöglichen. Es ist ein sehr spannender Moment, dass eigentlich Demonstrationen zu unterschiedlichen Meinungen oft auch zeitgleich auf der Straße stattfinden. Die Polizei, auch hier im Auftrag des Innenministers tätig, ist in dieser Funktion ein Vermittler und ermöglicht ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen, ihre Meinung kundzutun. Auch für die Organisation dieser Tätigkeiten ist das Palais Modena eine Schaltzentrale. Diese Palais sind ja Ministern und Ministerinnen
immer nur zur Verfügung gestellt auf eine gewisse Zeit. Und ich finde, es ist unsere Verantwortung, auch den Nachfolgerinnen und Nachfolgern nicht nur ein geordnetes Haus im Sinne des Personals zu übergeben, sondern vor allem auch in der Substanz. Denn das Innenministerium repräsentiert die Republik, die Sicherheit der Republik Österreich. Und es ist tatsächlich ein Privileg, wenn man Minister sein darf, in so einer schönen Umgebung arbeiten zu dürfen. Könnten diese Wände und Säulen sprechen? Würden sie von rauschenden Ballnächten erzählen? Hier traf sich die feine Gesellschaft bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts zu eleganten Soireen und privaten Cocktails. Hier haben Prinzessinnen und Herrscher das Tanzbein geschwungen. Der Glanz dieses Raumes erzählt bis heute von imperialer Herrlichkeit und braucht den Vergleich mit Schlössern regierender Monarchen nicht zu scheuen. Hier wurden geheime Absprachen vereinbart und wichtige Verehelichungen zwischen adeligen Häusern angebahnt. In Anlehnung an habsburgische Schlösser verabsäumten die ehemaligen Besitzer auch nicht, eine Kapelle einzurichten. Ein Ort für den Empfang der heiligen Sakramente, Danksagung und Möglichkeit des Innehaltens entsprach auch der Haltung des Hochadels. Heute wird die Kapelle für interne Messen und Feierlichkeiten genutzt und ist regelmäßig als geweihter Ort lebendig, der Öffentlichkeit aber leider nicht zugänglich. Der Moderneser Palast, so die Amtsbezeichnung des Gebäudes, ist bis heute ein wahrlich außergewöhnliches Palais. Das Gebäude unterstand einst der Grundherrschaft des Schottenstiftes. Bis 1845 war es als allerhöchstes KK österreichisches Ärar ins Grundbuch eingetragen. Selten, dass ein Adelspalast noch in der Monarchie zu einem offiziellen Amtssitz umfunktioniert wurde und bis heute durchgehend als solcher in Verwendung steht. Im Falle des Palais Modena in der Herrengasse 7 in Wien 1 kann man einer solch seltenen Gegebenheit nachspüren und trifft auf so manch Erinnerung an Fürsten, Herzöge und Innenminister.